Hallo zusammen, ich habe hier eine Sushi-Vitrine, die ist 1,80 Meter lang, fast so lang wie ich hoch bin. Die ist hier, weil sie nicht mehr kühlt. Problem ist, da fehlt Kältemittel. Da ist Kältemittel R600A drin. Das ist ein Kältemittel, was wir sehr wenig Volumen brauchen. Das Gesamtvolumen, das schauen wir uns hier kurz an. Wir sehen hier, wir haben R600A drin, 45 Gramm. Den Rest seht ihr. Die Vitrine ist von GGM Gastro. Wir haben jetzt 25 Gramm aufgefüllt. Also von 45 ist das die Hälfte. Und sonst nichts gemacht, weil beim Absuchen keine Chance, bei der kleinen Menge was abzusuchen. Also wieder gefüllt, vielleicht hält es 2 Wochen, vielleicht hält es 2 Jahre. Keine Ahnung, wo das Leck ist. Und wenn das Leck hier im Boden eingeschäumt ist, dann haben wir sowieso keine Chance, darin irgendwas zu suchen. Ja, das soll es gewesen sein von heute. Und ich wünsche euch, mache euch hier ein Video über sonst eine komische Vitrine und wünsche euch einen schönen Tag.